Hallo, wir sind die Band Reiche Söhne aus Halle. Ich bin Jonas, spiele Gitarre. Ich bin Marius, spiele Bass. Ich bin Stein, ich spiele Schlagzeug. Wer kein Influencer ist, hat gar nichts erlebt. Ja, also ich bin so ein bisschen auf die Idee gekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass mittlerweile fast alle Leute irgendwie in der Öffentlichkeit stehen möchten. Und klar, wir natürlich auch als Band so, aber ich meine auch gerade so private Leute, die immer mehr in der Öffentlichkeit stehen wollen und sich dann eben auch als Influencer da irgendwie mit Hashtags versehen und warum auch immer. Also das macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum sollte jetzt eine Privatperson sich da irgendwie selbst vermarkten? Und irgendwie ist mir das so aufgefallen, dass immer mehr Leute das machen und immer mehr Leute sind Influencer. Und ja, yes, da wollte ich einfach ein Lied drüber schreiben. Ja, das sind eigentlich so Leute, die auf Social Media und Co., auf Social Media, auf Instagram vor allem Produkte irgendwie an den Mann bringen. Ja, das Witzige ist eigentlich, was wir eigentlich total heftig fanden, ist, dass wir haben jetzt ein Video gedreht zu dem Lead Influencer und haben da eben auch Produkte in die Kamera gehalten. Und aus Gag natürlich und auch, um es super witzig, lustig zu machen. Und daraufhin, wir hatten unter anderem eine Sektmarke da gezeigt, die uns daraufhin angeschrieben haben und die gesagt haben, ja, voll cool, das, was ihr da macht. Wir haben es halt überhaupt nicht kapiert und haben uns dann halt irgendwie so ein Paket mit ein paar Sektflaschen geschickt. Ja, was der Unterschied auch nochmal zu einem Influencer ist, glaube ich, der Unterschied von uns als Band ist, dass Influencer ja eine Machtposition im Prinzip haben, weil sie einfach ein riesen Vorbild für junge Leute sind und diese eben ausnutzen, indem sie dann eben irgendwelchen Schrott verkaufen, irgendwelches, was gibt's da hier, Deo oder was das ist, nee, Duschshampoo oder sowas von Bibi da oder so, für Haufen Geld. Und ich finde das halt irgendwie schon, das ist halt das Schwierige. Ich finde es nicht schlimm, dass Leute Vorbilder haben, das gab es ja schon immer, das gab es ja auch in den 90ern oder in den 80ern oder wir hatten ja auch als wirklich junge, ganz junge Leute, so mit 14, 15 auch unsere Vorbilder, das waren aber dann eben irgendwelche Bandleute, die irgendwie Musik gemacht haben. Und ich finde es halt schwierig, wenn man eben seine Position, Machtposition ausnutzt, das ist immer blöd. Es gibt so Video, Bilder mit, wo Mütter ihre Kinder teilweise auch nackt, die Kinder noch nackt und neugeboren, dann mit benutzen, um ein Produkt zu vermarkten und dann eine Uhr irgendwie mit einem Kind, und das ist eigentlich oft total bescheuert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Punkband in uns, dass wir uns über diese, vielleicht sind wir auch eine Punkband, dass wir das aktuelle Phänomen aufgreifen und das kritisieren. Wir machen es halt auf ironische Art und Weise. Wir denken halt, dass Sarkasmus oder wir nutzen den Sarkasmus sehr gerne als Stilmittel, auch privat, und das ist einfach dieser sarkastische Humor, das mögen wir alle drei sehr und das benutzen wir halt in unserer Musik auch. Weil ich es mir wert bin, weil ich es euch wert bin, push ich mein Insta-Game und push ihr mein Instagram-Fame. Ja, das mit diesem, weil ich es mir wert bin, das fand ich halt irgendwie witzig, weil das ja einmal diese irgend so eine, also die, ich glaube, Schwarzkopf, genau, die, das ist ja deren Slogan, genau, und es ist ja generell, falls das schon mal aufgefallen ist, sind ja mehrere Werbesprüche in dem Lied versteckt, zum Beispiel, dafür stehe ich mit meinem Namen und sowas. Ja, und das Game ist halt auch so ein bisschen aus unserer Sicht, weil es ist ja auch ein Spaß ganz oft und es macht auch Spaß, tatsächlich irgendwelche Storys zu erzählen, zu posten und da sich irgendwie kreativ auszuüben. Ja, also wenn so ein Unterschied zwischen Image oder zwischen öffentlicher Person und privater Person herrscht, finde ich das eigentlich nicht so schlimm, weil am Ende das auch eine Kunstfigur sein kann, und ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute immer so sind. Das Problem ist aber, dass die Zuschauer, also die Zusehenden da, wissen müssen, dass es eben nicht die echte Person ist. Was wir als Band dahingehend kritisieren, ist, dass Likes halt so wichtig sind, vor allem in so Band-Sachen, dass das ja teilweise nach Likes geht, ob die Band gebucht wird oder nicht. Also eine Gefahr sehe ich allgemein auf jeden Fall, also auch bei mir selbst, gar nicht bei den jungen Leuten, also ich bin auch jung, aber ich meine, ich kriege es ja bei mir selbst mit, dass ich dann, was ich schon erzählt habe, dass ich morgens vorm Handy hänge eine Stunde und erstmal nichts mache, außer irgendwelche dummen Videos checken. Das ist so ein bisschen süchtig machend, und das macht süchtig. Ich glaube aber auch, dass allgemein so ein Like oft heutzutage viel mehr wert ist für viele als
vielleicht andere reale emotionale Sachen, sich mit Freunden treffen, dass so ein Like oder mehr Follower in vielen ein Glücksgefühl auslöst, was früher vielleicht, weiß ich nicht, gute Musik oder Sachen, die man mit seinem Partner macht oder mit Freunden ausgelöst hat. Und das ist ziemlich interessant, dass so ein einzelnes, so ein kleines Symbol unten, was unten angezeigt wird, 10 Likes, neue Likes, dass das in dir ein Glücksgefühl auslöst. Und ich meine, wir freuen uns auch über einen Like, weil man dann weiß, okay, den Leuten gefällt das, was wir machen. Und am Ende machen wir das gleiche wie so ein Influencer, aber versuchen es trotzdem noch zu hinterfragen vielleicht. Es gibt ja auch Videos, die gewalttätig sind, wo der Song gar nicht dazu passt, wenn die FSF dann sagt, okay, das muss man zensieren. Passendes Beispiel ist vielleicht das Lied. Wir sind oft bei der Band, die Ärzte mit Junge, da wurde das auch zensiert. Ich glaube, Jugendgefährdung oder so sind wir halt nicht so, weil wir wollen halt auch schon Musik für junge Leute machen, die ist gerne auch für 12, 13, 14, 15-Jährige, da sind wir eigentlich echt offen, aber auch für Studenten, auch für ältere Leute. Das ist, deswegen achten wir da vielleicht unterbewusst drauf, dass sowas nicht passieren wird. Unser Image ist ja auch reicher Sohn oder reiche Söhne und nicht irgendwie die blutenden, weiß ich nicht. Vampire, was auch immer. Also wir haben wenig mit Blut zu tun, wir haben wenig mit Gewalt zu tun und dann sei dahingestellt, dass wir dann vielleicht auch eine Pop-Rock-Band sind von mir aus, aber aktuell sehen wir das nicht, dass wir irgendwie provozieren müssen mit irgendwie gewalttätigen Sachen, die jugendgefährdend sind. Wer kein Influencer ist, die wird ja auf Facebook nur bestimmter Content angezeigt. Und so kannst du ja echt einem Menschen eine Meinung aufdrücken. Und wenn dann irgendwelche Leute Geld dafür bezahlen, dass Leute diese Sachen sehen, dann wird dir vielleicht schon eine politische Gesinnung aufgedrückt. Aber es gibt auch Influencer, die das auch hinterfragen. Natürlich, also da gibt es genug so, die das auch öffentlich machen, dass sie von der und der Firma angeschrieben wurden, um das und das zu verkaufen. Und das finde ich wiederum gut so, wenn die das hinterfragen, dann mit einem Gewissen, dann ist das ja auch alles okay. Ich fasse jetzt mal kurz, also letztendlich ist es einfach nur hinterfragen, dass also die Leute hinterfragen nichts mehr, denken nicht mehr drüber nach, was sie sehen, feiern das alles und das ist eigentlich letztendlich eigentlich nur ein Hinterfragen der Medienpräsenz von vielen Influencern, wie sie genannt werden.